Dann begrüßen wir für den nächsten Redebeitrag aus der Gewerkschaft Sandra Goldschmidt aus der Landesbezirksleitung von Verdi für einen gut ausgebauten Sozialstaat und gute gewerkschaftliche Kämpfe für höhere Löhne, dafür, dass wir gemeinsam gut leben können. Ja, vielen Dank. Moin zusammen. Liebe Mitstreiterinnen, ich grüße euch ganz herzlich von der Gewerkschaft Verdi und danke euch für die Gelegenheit, heute hier reden zu können. Weil es gerade jetzt wichtig ist, zusammenzustehen und gemeinsam für bessere Bedingungen einzutreten. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Aber ganz vorweg, wir machen uns nicht gemein mit rechten Parolen und Hetzereien, sondern stehen ganz klar gegen jede Form von Rassismus oder Diskriminierung. Wir stehen hier in einer Zeit, in der die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland und auf der Welt so deutlich zutage tritt wie lange nicht. Aber die jetzige Krise und auch davor die Corona-Krise sind eigentlich nur das Brennglas oder der Brandbeschleuniger auf einem Problem, das schon lange davor da war. Die Schere zwischen Arm und Reich geht schon ganz lange immer weiter auf. Und gerade in einer Stadt wie Hamburg sieht man das sehr deutlich. Nirgendwo sind die Porsches so nah an den Menschen, die nichts haben. Und die Zahl derer, die Sorge davor haben, wie viel Monat am Ende des Geldes noch übrig ist, wird immer größer. Und nein, ich habe mich nicht versprochen, ich habe das so gemeint. Seit den 80ern weht durch Deutschland der raue Wind des Neoliberalismus und hat die Sozial- und Steuergesetzgebung abgeschliffen. Während wir zugelassen haben, wie sich einige wenige und ein paar große Konzerne immer mehr die Taschen vollstopfen, wie Gewinne privatisiert und Verluste, wie zum Beispiel bei der Finanzkrise, sozialisiert werden, sparen wir den Staat, auch den Sozialstaat, immer mehr kaputt. Das Mantra vom schlanken Staat und der Notwendigkeit der Schuldenbremse hat dazu geführt, dass unser Gesundheits- und Bildungswesen nicht ansatzweise auf sowas wie Corona vorbereitet war, mit all den Problemen, die wir dann gesehen haben, in den Krankenhäusern, in den Schulen, in den Kitas und so weiter. Und die Probleme gibt es ja nicht nur in der Krise, die gibt es davor und danach auch. Schwimmbäder verrotten, Straßen, Brücken. Und das Perfide daran ist, dass es mit jedem Tag, jedem Jahr, in dem wir sie nicht sanieren, in dem wir nicht investieren, teurer wird. Und zwar nicht nur, weil die Preise steigen, sondern auch, weil die Substanz kaputt geht. Im Ganzen heißt das, dass wir seit den 80ern umverteilen, aber in die falsche Richtung, nämlich von unten nach oben. Inzwischen befinden sich zwar 2 Milliarden Menschen auf der Welt in Armut und Not. In Deutschland fast 15 Millionen und hier in Hamburg über 300.000, also fast 20%. Das heißt, jeder fünfte Mensch und wenn wir genau hingucken, jedes vierte Kind und jede dritte Frau leben in Not und Armut. Es ist nämlich sehr geschlechter- und generationenungerecht verteilt. Und Armut und Not geht einher mit Ohnmacht, Verzweiflung, Unsicherheit und oft auch Gewalt. Die Meldungen über Kindeswohlgefährdung und Gewalt in Familien haben ihren Höhepunkt erreicht. Und damit nicht genug. Wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen in Not immer mehr werden und dass es auch die mittleren Einkommensgruppen nicht verschont bleiben. Und genau das darf nicht sein. Wir brauchen endlich eine sozial gerechte Umverteilung. So, und da sind die Entlastungspakete der Bundesregierung ein erster Schritt, aber eben nicht sozial gerecht, sondern mit der Gießkanne verteilt. Oder nur für Lohnbezieherinnen und nicht für Solo-Selbstständige, Erwerbslose etc. Und sie kommen oft viel zu spät. Die Gaspreisbremse, die unter anderem von uns gefordert wurde und die wir richtig finden, dass sie kommt, kommt aber im März, wo die meisten von uns die Heizungen hoffentlich schon wieder abschalten können. Und wir brauchen sie aber jetzt. Und auch bei der Gaspreisbremse und auch jetzt bei der angekündigten Strompreisbremse gilt, wir brauchen sie für die, die sie wirklich brauchen. Wir brauchen eine Deckelung für Menschen, die sie nicht brauchen. Wir brauchen keine Villen mit Pool, Gaspreis- und Strompreisbremsen subventionieren,
sondern bitte die Millionäre und Milliardäre, die höhere Preise ohne weiteres bezahlen können, können das gerne auch solidarisch für alle anderen tun. Und auch das 49-Euro-Ticket jetzt ist natürlich ein guter erster Schritt. Wir fordern ja schon lange, das 9-Euro-Ticket weiter zu übernehmen. Aber das 49-Euro-Ticket ist eben auch noch zu teuer für viele. Für Familien, für Geringverdienerinnen, für Seniorinnen etc. Und wir laufen Gefahr, so wie es jetzt im Moment die ersten Regelungen dazu aussehen, dass wir damit womöglich den öffentlichen Nahverkehr unterfinanzieren und damit noch weniger attraktiv machen und genau das wollen, was wir nicht wollen. Deswegen, Verdi fordert, dass die starken Schultern mehr tragen sollen als die schwachen. Und das heißt, wir müssen mit der Übergewinnsteuer anfangen, aber ganz sicher nicht damit aufhören. Sondern wir müssen endlich Gewinne, hohe Vermögen und Einkommen wieder generell stärker besteuern. Vorschläge dafür liegen schon lange vor. Von Verdi gibt es schon seit 10, 15 Jahren ein Steuerprogramm, das endlich wieder in eine gerechtere Steuerfindung gehen sollte. Und das ist wichtig, weil die Kosten für die jetzigen Rettungspakete und auch die von Corona, die kommen erst noch. Und wenn die mit dem jetzigen Steuersystem bezahlt werden, dann bezahlen das auch wir, die mittleren und niedrigen Einkommen. Weil der Großteil der Steuereinnahmen, 57%, sind Steuern auf Löhne und auf Mehrwertsteuern. Die Steuer auf Gewinne und Vermögen betragen gerade mal 22% an dem gesamten Steueraufkommen. Damit muss endlich Schluss sein. Wir müssen endlich sozial gerecht umverteilen. Und dazu gehört auch, die Löhne müssen rauf. Stichwort Gewerkschaft. Wir sind ja jetzt vor der ÖD-Runde, also im öffentlichen Dienst. Und es ist schon jetzt klar, dass das Argument sein wird, dass dafür kein Geld da ist, weil es zu wenig Steuereinkommen gibt, beziehungsweise weil ja so viel jetzt in Entlastungspakete und so weiter investiert wurde. Und hier schließt sich der Kreis. Wir müssen Steuern erheben von denen, die Geld haben. Steuern, das Wort Steuern kommt ja von Steuern, nämlich Steuern dahin zu steuern, also sozusagen die Gesellschaft auch wirklich zu steuern. Und dann haben wir die Diskussion zur Lohnpreisspirale. Die ist ja die totale Mär. Weil wenn wir uns jetzt die steigenden Preise angucken, dann kommen die garantiert nicht von den Lohnsteigerungen der letzten Jahre. Wir hatten im letzten Jahr 2021 im Schnitt eine Lohnerhöhung von 1,7%. Die Preise sind aber schon im letzten Jahr um 3,1% gestiegen. Also schon allein im letzten Jahr gab es weniger Lohnsteigerungen, als es Preissteigerungen gab. Und damit für alle, die wirklich all ihr Geld brauchen, weil sie jeden Tag alles ausgeben, um Essen zu kaufen, um ihre Miete zu bezahlen und so weiter, sie hatten am Ende des Monats und am Ende des Jahres weniger Geld als vorher und konnten sich weniger leisten. Die Preise steigen, weil das Angebot knapp ist. In dem Fall zum Beispiel das Angebot von Öl. Sie steigen, weil Einzelne damit Gewinne machen, Großkonzerne etc. Und wenn die Löhne nicht nachziehen, dann geht die Einkommensschere noch weiter auseinander und die Umverteilung weiter in die falsche Richtung. Und da helfen auch 3.000 Euro Einmalzahlungen nicht wirklich viel. Die ist gut und die ist wichtig, aber sie geht auch nur, wenn wir trotzdem zusätzlich gute Lohnsteigerungen verhandeln können. Wir müssen endlich sozial gerecht umverteilen. Und zwar auch, weil wir zu all dem ja noch die Klimakrise haben, denn die ist immer noch da. Wie übrigens auch schon die letzten 3 Jahrzehnte. Und die Klimakrise ist die soziale Krise der Zukunft. Und das sieht man ja jetzt gerade bei der Debatte um die Energiepreise. Wenn wir die Klimakrise nicht endlich in den Griff kriegen, wenn wir nicht endlich Investitionen in wirklich erneuerbare Energien, in eine gute Aufstellung unserer Wirtschaft zukunftsfähig machen, dann zahlen die Kosten wieder die, die mit den mittleren und niedrigeren Einkommen sich die gestiegenen Preise nicht leisten können. Deswegen, wir brauchen kein Sondervermögen Bundeswehr. Wir brauchen ein Sondervermögen für Bildung, für Klima, für Soziales, für Kultur und vieles mehr. Und um das zu fordern, sind wir heute hier. Und gemeinsam laut, sozial gerecht umverteilen. Ich wünsche uns allen viel Erfolg.